Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Spiel oder zu diesem heutigen Test, weil ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum Watson-Scott-Test, einem Test, der eigentlich dafür bekannt wurde, dass er ein paar Fragen, sagen wir mal, enthält, die, wie soll ich sagen, nicht gerade die angenehmsten sind. Was darunter zu verstehen ist, werdet ihr vielleicht dann sehen im Laufe des Spiels. Viele YouTuber haben den schon gemacht. Ich gehörte noch nicht dazu, also werden wir es jetzt zusammen durchstehen. Und ich habe jetzt eben schon mal reingeschaut, um halt hier die Einstellungen, das alles zu machen. Und zwar bin ich nochmal kurz rausgegangen und das Spiel meinte, okay, wir sehen uns dann wieder. Und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Satz hieß. Ich glaube, dann werden wir uns später sehen, zu dem, was du angefangen hast, zu starten, auf Wiedersehen. Und das fand ich schon richtig so gruselig, als ob schon das Spiel mit uns irgendwie so kommunizieren würde. Und da gab es schon irgendwie einen Erfolg oder so, aber wir werden jetzt das Spiel spielen. Ich habe auch jetzt nicht irgendwie so die großen Informationen zu den Entwicklern und was weiß ich jetzt rausgesucht. Vielleicht blende ich sie noch euch irgendwie ein. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass das Spiel ein Multiple-Choice-Test ist. Also uns werden Fragen gestellt und man kann alles antworten. Und es ist wahrscheinlich auch nicht richtig oder falsch. Und vielleicht gibt es dann auch zum Schluss so eine kleine Einschätzung über einen selber. Und es sind 30 Fragen. Und ich hoffe, ich muss das Video hier nicht splitten, weil es wäre eigentlich geil, wenn ich es in voller Länge bringen würde. Deswegen starten wir mit der ersten Frage. Und ich hoffe, auch das Englisch ist gut verständlich. Okay. Okay, also dieser Test wurde dafür gemacht, dass man halt unsere größten Ängste und das alles verstehen kann. Ja. Ich bin mal gespannt. Okay. Okay, wie ich es schon gesagt habe, also jede Frage soll so ausgewählt sein, dass es der Wahrheit entspricht. Also wie schon gesagt, Multiple Choice, es gibt, ich muss den Ton ein bisschen leiser machen, das ist so krass. Also es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten und wir sollen halt diese auswählen, die am nächsten der Wahrheit entspricht. Und wie schon gesagt, da ist so ein Punkt. Wenn es Sachen gibt, die ich überhaupt gar nicht richtig entschlüsseln kann vom Englisch her, muss ich wirklich mal nachschauen, aber hoffentlich geht es auch so. Und was ich auch vorhin gemeint habe, es wird dann zum Schluss auch eine, sagen wir mal, persönliche Auswertung dafür geben, wie ich diesen Test abgeschlossen habe. Was? Okay, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ich sag's einfach mal im Großen und Ganzen. Und zwar haben nur 13, oder wie kann man das verstehen? Also man sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass halt nur 13% dieser Leute, irgendwie 13% diesen Test gemacht haben und die Folgen zu körperlichen Schäden war halt der Tod. So habe ich das jetzt verstanden, ohne diese ganzen anderen Wörter zu kennen. Und er fragt uns, ob wir weitermachen wollen. Und ja, wir wollen weitermachen. Sonst wäre das ja heute nicht das Video. Haben wir gleich die erste Frage? Okay, die ersten Kalibrations...
fragen? Ich weiß nicht. Okay. Es fängt schon ein bisschen awkward an. Welche Farbe hat der Himmel am Tag? Blau, orange oder grün? Natürlich blau. Das ist sowas. Es kommen dann auch bestimmt Fragen, die nicht so, sagen wir mal, normal sind. Okay, was? If there are three oranges and I take away two, how many are left? Okay. Also, würde er jetzt drei Orangen wegnehmen? Nee, sagen wir, es liegen drei Orangen dort und er würde zwei wegnehmen. Wie viele wären noch da? Na, eine. Infinity? Unendlich? Fünf oder ein? Verstehe ich jetzt richtig oder ist das schon so eine Frage, die... Okay. If there are three oranges, also drei Orangen sind dort. And I take away two. Und ich nehme halt zwei weg. Wie viele sind... Einer. Einer ist noch da. Oh. Spielen wir gerade ein Spiel? Spielen wir gerade ein Spiel? Oh Gott. Das ist schon sowas. Oh Gott. Weil, Leute, ich will euch jetzt nicht gleich Angst machen, aber ich habe bei Steam gesehen, dass irgendwo in diesem Spiel noch ein Vieh ist. Entweder es gibt einen Jumpscare, wenn wir irgendwas falsch... Nee, geht ja gar nicht. Multiple Choice, da könnte... Ich weiß nicht, ob der Test es so macht. Es gibt keinen richtig oder falsch, oder? Ich weiß nicht. Okay. Und das Spiel oder der Test, je nachdem, fragt uns, ob wir gerade ein Spiel spielen. Eigentlich nicht. Es ist ein Test. Es ist ein Test, deswegen... Oh, sind wir sicher, dass es kein Spiel ist? Och! Verdammt! Shit. Sind wir sicher, dass es kein Spiel ist? Er will uns bestimmt so ein bisschen pushen. Wir sind ganz sicher, es ist kein Spiel. What? Okay. Die Kalibration hat begonnen. Unser Test fängt jetzt erst an. Dann kommen jetzt die ganzen 30 Fragen. Okay, es ist, es regnet draußen und du, läufst barfuß unterwegs. Keine Ahnung, wieso. Du trittst einen Schritt vorwärts und eine Schlange ist zwischen deinen Zähnen. Du fühlst dich... Was? Es ist nichts. Eklig, eifersüchtig. Feind oder Goldie? Oh Gott, ich liebe den Test jetzt schon. Wegen diesem ganzen Design. Ich weiß auch nicht. Okay. Goldie oder... Ich glaube, ich würde mich ekeln. Ich würde mich ekeln. Okay. Okay, ein kleines Kind läuft die Straße herunter mit einer großen Eistüte in der Hand. Sie fällt und lässt das Eis auf den Grund fallen. Du fühlst dich satisfied, sympathisch, traurig. Wenn, also... Das ist so... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das antworten soll. Also, es ist... Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht würde ich mich ein bisschen traurig fühlen. Also, gegenüber dem Kind. Weil, ich meine, es ist ja eigentlich nicht so schön, wenn... Insgesamt, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Wenn Kinder irgendwie hinfallen oder sich selber verletzen, da könnte ich auch... Ich könnte... Oh, das sind meine Nerven. Oh, ich fühle dann so richtig mit denen. Also, ich würde mich traurig fühlen. Okay, deine Katze wirft oder... Okay, was heißt wirft, aber
droppt, also halt lässt, oder man muss es so sagen, deine Katze lässt eine tote Maus auf deinem, vor deinen Füßen, also vor deiner, Türschwelle oder so, fallen. Die vorderen Beine sind verschwunden. Du fühlst dich stolz, eklig, sad, besorgt, satisfied. Naja, was heißt das jetzt schon wieder? Also, glücklich würde ich, also, oder stolz würde ich mich nicht fühlen. Ich würde mich auch wieder das, also, ich würde auch mich wieder ekeln. Deswegen. Ich weiß nicht, wie es mich erwartet. Ich werde dir jetzt ein Bild zeigen. Bitte beobachte es. Dieses Bild wird sich nicht bewegen. Leute, ich gehe mal kurz vom Mikrofon weg. Was ist? Das sehe ich erst jetzt. Das ist eine Maske. Und da auch noch. Alter! Ich muss wirklich aufpassen, dass keiner hinter mir steht. Okay, let's go. Ich bin vom Mikrofon weg, by the way. Oh Gott! Was ist das denn? Was war das? Ah, ein Schauer breitet sich über meinen Rücken auf. Was? Okay, wie hat dich dieses... wie fühlst du dich nach dem Bild? Motiviert? Afraid? Sad? Reason for nothing. Ein bisschen verwirrt. Aber nicht traurig, nicht motivierend und das andere weiß ich nicht. Aber das ist echt krass, dass hier so ein Gesicht ist und da und... Okay. Glaubst du an Geister? Ja, nein. Was ist jetzt undecided? Ich glaube so mittel. Nein, ich glaube nicht an Geister. Ich glaube nicht an Geister, weil das einfach... Habt ihr das jetzt eben gesehen? Ich habe es eingetippt, dann ist es aber wieder weggegangen. Also ich glaube nicht an Geister, weil... Es gibt so viele Leute, die einfach denken, wenn irgendwie was von einem Windstoß umgehauen wird, dass es gleich ein Geist war oder so. Deswegen, also glaubst du an Geister? Nein. Oh. Hast du jemals einen Geist gesehen? Nein. Nicht sicher. Nein. Also, wieso sollte ich einen Geist sehen? Okay, wenn man jetzt Filme betrachtet? Nein, habe ich nicht. Ich habe noch nie einen Geist gesehen. Wie bitte? Denk über den Raum nach, in dem du gerade bist. Ist dort jemals jemand gestorben? Ja? Noch nicht jetzt? Oder... Unsicher. What? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich glauben soll. Hallo? Natürlich, also ich kann jetzt nicht sagen, noch nicht, also noch nicht jetzt oder ja. Deswegen muss ich sagen, ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht, ob ein Jumpscare kommt oder? Okay, wie? What? Was? How? Was? Da ist ein Erfolg felt. Okay. Was? Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Ich komme gerade gar nicht darauf klar, dass wir jetzt... Habt ihr das gehört? Ich komme jetzt gar nicht darauf klar, dass wir jetzt einen Erfolg bekommen haben, der gesagt hat, du hast fehlgeschlagen. Okay. Ja, okay, gut, ich mach ja. Bitte schau dir das nächste Statement so an und guck, ob du damit einverstanden bist oder nicht. Okay? Ich gehe vom Mikrofon weg. Ah.
Was? Okay, das Statement ist... Was? When I'm staring at the screen, I'm completely forgot about my surroundings. Ach so, heißt das, wenn ich... Boah, Alter, das ist im Spiel. Im Test. Es ist ja ein Test. Wir haben ja gesagt, es ist ein Test. Alter. Okay, also wenn wir halt vor einem Screen stehen, dass wir komplett nur auf das fokussiert sind und nicht mehr wissen, was in der Außenwelt ist. Okay, es ist... Ich stimme dem nicht zu, ich stimme dem sehr dazu. Es stimmt ja eigentlich, aber... Okay, es gibt sehr viele Freaks, aber ich gehöre nicht zu denen. Also ich agree nur mit dazu. Also es ist wirklich zu mir... Also bei mir wirklich so, wenn ich auf den Monitor schaue, dann schaue ich auch wirklich nur darauf und selten mal dann auf Handy oder was weiß ich, wenn ich halt nebenbei irgendwas laufen habe. Aber nicht richtig stark irgendwie. Ich denke oft über den Geist in meinem Haus nach. Strongly disagree. Ja, ich glaube ja nicht an Geister, deswegen. Alter, diese Geräusche in diesem Test, ey, die machen mich total kirre. Was, iTech? Was? I take pleasure in seeing other people in pain. Heißt das, ich kann es verkraften, wenn ich andere Leute sehe, die Schmerzen haben? Oh Gott. Strongly disagree. Ey, ich nehme jetzt einen Kopfhörer weg, ey. Das kann doch nicht sein. Und dann ist das mal bei mir hier und dann... Was weiß ich? Okay. Wie bitte? Hello? Was ist das hier für eine Frage oder für eine... Aussage. Und ich weiß, dass das Klopfen jetzt definitiv in einem Spiel war, weil hier an meiner Tür kann niemand klopfen. Okay, also ich würde wissen, wenn jemand in meinem Haus wäre, versuchen würde, mich umzubringen, während ich halt einen Fake-Test mache. Ey, Alter, diese ganze Stimmung, das macht... Okay. Disagree. Ey, das ist so gut gemacht! There is an unexpected ghost in my house. Okay, es ist ein unerwarteter Gast in meinem Haus. Nein. weil ich weiß ganz genau, wer in meinem Haus ist, deswegen strongly disagree. Oh, ich sitze auch hier total angespannt da. Ey, mein Rücken tut schon weh. Okay, niemand würde wissen, wenn ich verschwinden würde. Nee, warte mal. Niemand würde wissen, wenn ich verschwinden würde. Eigentlich strongly disagree. Weil es ja so ist, ich stimme dem sehr arg dann gegen, weil jeder würde dann wissen, ich bin weg oder was weiß ich. Alter. Ey, ich weiß jetzt nicht, was ich habe, aber ich gucke die ganze Zeit hier in meinem Raum, aber hier ist keiner. Das sind alles nur Sounds in dem Spiel. Ah, das ist so gut gemacht. Was? Purdy is the most intelligent from Arctic. Was? Woher soll ich das wissen? Ich stimme den einfach jetzt mal sehr arg zu, weil ich weiß es halt nicht. Deswegen. Was? Korrekt. Ach so, eine... Nee. Poetry? Ach so, ist das so ein... Ah, er meinte... Ach so. Ach, weil wir dem zugestimmt haben. Okay, korrekt. Ich habe ein neues Gedicht oder so designt. Hier sind die ersten paar Worte. Oh. Rosen sind rot. Still wie eine Maus.
deine Tür ist nicht abgeschlossen. Ich bin in deinem Haus. Wüsste ich! Herzlichen Glückwunsch. Nur 41% der Praktizierten haben diesen Punkt des Experimentes bestanden. Von nun an werden die Fragen ein bisschen mehr stärker sein. Möchtest du trotzdem fortfahren? Ja. Oh Gott. Jetzt wird's noch creepier. Okay, wir haben dem zugestimmt. Auch wieder ein Erfolg. Vielleicht hätte es auch einen Erfolg gegeben, hätten wir dem nicht zugestimmt. Man weiß es ja nicht. What? Okay. Der Soundtrack wurde jetzt ein bisschen mehr so dramatischer. Und die Frage ist einfach mal, wie weit entfernt ist die nächste Polizeistation? Alter, ich will da gar nicht mehr zuhören bei diesem Soundtrack, ey. Okay, nicht mehr als 15 Minuten zu Fuß oder mehr als 15 Minuten zu Fuß. Jetzt muss ich erstmal selber überlegen. Ich glaube, wenn ich es richtig überlege, wäre es... Doch, es wäre ein bisschen mehr als 15 Minuten. Das gefällt dem bestimmt, dass wir jetzt das geantwortet haben. Es ist wirklich so. Wenn du allein zu Hause bist, schaust du deine Türen an? Oder kontrollierst du deine Türen? Ja. Alter, der Soundtrack ist so geil. Hört ihr den Mann hinten schreien im Hintergrund? Oh. Wie lange kannst du deinen Atem unter Wasser halten? Habe ich lange nicht mehr ausgetestet. Okay, kürzer als 41 Sekunden, aber mehr als 0. Genau 41 Sekunden oder more, oder mehr halt als 41 Sekunden. Ich glaube das hier. Also halt. Oh Gott, der Hintergrund. Ich glaube, also es sind definitiv weniger als 41, aber halt auch noch über 0, ne? Scheiße, Alter, ey. Ich weiß, dass nichts passieren kann. Es ist halt nur ein Spiel, ein Test, whatever, aber trotzdem. Moment. Okay. Wie lange kann eine Person überleben, wenn du 3 Löcher zu einem Quadranten verschiebst und sie in den Schädel bohrst? Oder was? Doch. How long can someone survive if you drill 3 eventually spaced holes? Also, ja. Also wenn ich 3 Löcher in irgendjemanden Schädel reinplatziere, wie lange wird diese Person überleben? Was? 3 Minuten, 3 Stunden, 3 Tage, I don't want to die. Ich möchte nicht sterben. Was? Oh, der Hintergrund. Diese Person lebt nicht lange. 3 Minuten ist idiotisch. 3 Stunden ist idiotisch. 3 Tage ist idiotisch. Ich will aber auch nicht sterben. Ich sag jetzt einfach mal 3 Minuten. Die Person ist weg. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Geht doch nicht. Ey, ich rechne wirklich mit einem Jumpscare. Das ist jetzt schon wieder komplexer. Okay, ein Angreifer. Äh,
mit einer Pistole. Steht ein bisschen oder steht sehr nah zu jemandem, den er töten will. Du hast. Warte, was? You are armed with a single shoot. Okay, okay, pistol. With it not actually enough to hit the attack from you. Okay. Okay, wir haben eine Pistole mit einem Schuss, die aber nicht genug sein würde, um von dieser Nähe, wo wir halt raus ausstehen, den Angreifer zu attackieren oder was weiß ich. Wir tun. Wir schießen trotzdem. Wir legen unsere Waffe runter und versuchen, keine Ahnung, negotiate, sagen wir mal, ein bisschen zu regeln. Nichts tun außer warten und was? Eine Zeile aus Rudyard's, was? Rudyard Kipling's Das Dschungelbuch. Beginnt mit den Phasen. Der Tod. Was? Death in the Garden lies dead. Was? Tod im Garten lügt. Toter oder was weiß ich? Und dann schießt du dir selber in den Kopf. Was zum... Was ist das für ein Test, Alter? Ich würde, glaube, oder? Ich weiß nicht, was ich da machen würde. Jetzt... Ich weiß nicht, ob ich warten würde, oder? Ich glaube, ich würde erstmal warten. Was? Ich werde dir jetzt ein Bild zeigen. Bitte studiere es. Es wird's. Was? Das Bild wird nicht sprechen. Okay, Leute, ich gehe wieder vom Mikrofon zurück. Falls ihr euch nur fragt. Oh nee. Nein, das. Oh nee. Och, scheiße. Jetzt kann ich wieder mal diese Nacht nicht schlafen. Okay, wie fühlst du dich nach diesem Bild? Peaceful, afraid, uneasy, wild. Violent ist doch Gewalt, oder? Uneasy, afraid, peaceful. Das war eine Spinne. Ich mag keine Spinnen. Ich könnte... Oh nein. Bah! Wir reagieren darauf nicht und ich sag einfach mal uneasy. Wieso sollten wir da Gewalt oder irgendwas aussprechen? Unsicher fühlen wir uns auch nicht. Deswegen. Was? Ich stelle das nur noch einmal. Spielst du gerade ein Spiel? Ja oder nein? Na. Ich glaube, jetzt ist bei mir wirklich was runtergefallen. Ich habe mich so... Ich habe mich jetzt fast erschrocken. Okay. Okay, spielen wir gerade ein Spiel. 50-50, ich sage immer noch nein. Ich gehe gegen die Rules. I got no. Weiß. What the F, Alter? Ich habe jetzt wirklich Angst, ey. Weißt du, dass ich eine gute Person bin? Ich kenne dich nicht. Nein oder ja? Ey, diese Geräusche, ey. Ich muss erstmal was trinken, tut mir leid. Aber wie, woher sollen wir denn das wissen? Ich meine, wieso? Woher sollten wir wissen, dass er eine gute Person ist? Do you know that I'm a good person? Bist du eine gute Person oder bist du es nicht? Mir macht es Angst, dass die ganzen Bilder hier hinten verschwinden. Okay, ja. Ich gehe vom Mikrofon weg. I'm sorry. Lügst du mich gerade an? Ja oder nein? Ich lüge dich nicht an, weil ich sehr gut finde, dass du eine gute Person... Ha! Okay, Lügen ist nicht gut. Okay, bitte wähle... Als ob... Bitte wähle eine der folgenden Sportarten aus, die du schon mal gespielt hast. Wrestling... Jujutsu,
Mixed Material Arts? Was? Mixed Material Arts? Taekwondo oder none of the above? Keine von allen. Oder? Mixed Material Arts. Was ist Mixed Material Arts? Das muss ich jetzt mal kurz nachschauen, weil ich wirklich jetzt nicht weiß, was das ist. Mixed Material Arts. Hier ist es. Was ist es? Ach, das ist Wrestling. Okay, nein, dann keine von beiden. Keine von allen. Please select following. Oh. Was? Was? Bitte wähle eine der folgenden Industries that you have a competition experience with. Okay, also wir sollen eine Industrie wählen, mit der wir schon selber Erfahrungen gesammelt haben. Militär, Secret Service, privater Security Details oder... Nein, keins von allen. Was, if you saw me in the street, would you say hello? Scheiße. Wenn ich dich sehen würde, weil ich ja auch weiß, wie du aussiehst, ne? Würde ich da Hallo zu dir sagen. Ich sag meist zu manchen Menschen Hallo. Wenn sie mir halt auch Hallo sagen, ne? Das ist so eine Sache, die beruht auf Gegenseitigkeit. Würde ich ihm Hallo sagen. Scheiße. Nein. Ha! Ich geh weg vom Mikrofon. Oh, er sagt jetzt überhaupt gar nichts. Interessant. Okay. Wenn ich 3 Leben habe und ich nehme 2 weg, wie viele Leben sind dann noch da? Eine, um bald eine 0 zu werden. 3. Ich möchte nicht sterben. 5. Leben wird geboren mit weiteren Mördern. Ich glaube 1. Und dann noch 1. Und dann halt gleich auch 0 zu werden. Ha? Ich habe wirklich Angst, dass ich irgendwie einen Jumpscare oder so bekomme. Welche Stressreaktion? I need you to breathe slowly and calm down. Please continue when you are calm. Only when you are calm. Wie soll ich denn ruhig bleiben? Wenn... Okay, ich muss noch was trinken. Puh. Wie viele... Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Fragen das sind, Alter. Ich brauche nochmal einen Kaffee jetzt. Alter. Ich weiß nicht, welche Frage das ist jetzt. Okay, let's go. Weiter. Tense. Weiter. Please take a moment to look away from your monitor and abuse the nearest exit. Was? Okay. Schau dir oder nimm dir einen Moment, von dem Monitor wegzuschauen und gucke nach dem nächsten Ausgang. Sei dir sicher, dass irgendwas, wenn irgendwas passieren würde, dass du sofort rennen könntest. Und du das jetzt. Jetzt. Okay, ja. Also, wo wäre der Ausgang? Also, von mir aus links, also von euch auch vom Monitor aus links, wäre gleich meine Tür. Und hinter mir ist mein Fenster. Da könnte ich aber nicht raus, weil ich da so ein Insektennest... Insektennest? So ein Insekten-Nest. Oh, nicht ein Nest, aber halt so ein Insekten-Gitter. Was weiß ich da hab. Müsste ich das abreißen, dann auf unser Dach springen. Und
Okay, hab ich gemacht? Hä? Ich habe vom... Oh! Ja, nein, oder... Das darf ich nicht sagen. wegen... What? Okay, ich hab ja wirklich weggeschaut. Ich habe wirklich weggeschaut. Deswegen hoffe ich auch, dass das auch nicht so kacke ist dann mit dem Mikrofon. Also, did you look away from the screen? Hast du vom Screen weggeschaut? Ja, hab ich. So richtig ehrlich jetzt. Glaubst du, dass ich dir erzählen könnte, wenn du vom Screen weggeschaut hättest? Ja, 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 vielleicht. Was ist das für eine Aussage? Was sind das für Fragemöglichkeiten? Oh Gott. Okay, do you think I can tell when you... Okay. Vielleicht. Ich will noch nicht auf ein Ja gehen. Fühlst du dich gerade in deinem Haus sicher? Nein, unsicher. Oder nicht sicher. Das Ding ist, ich wohne hier nicht alleine. Das heißt, ich wäre eigentlich safe. Wenn, dann könnte ich mich auch verteidigen. Also, ich habe zwei getan. Die könnte man auch so zack und dann bam nehmen, aber das will der nicht. Nein oder unsicher? Ich sag unsicher. Oder nicht sicher. Nicht sicher. Hast du Spaß? Hast du Spaß? Ja, ja, unsicher. Wenn... Boah, Alter. Unsicher? Oder? Ich weiß nicht. Soll ich... Oder soll ich eins der Ja's ausfüllen? Ich sage einfach jetzt mal Ja. Weil... Was? Was, I know when you... Was? Ich habe das jetzt nicht lesen können. I know... ich weiß, wenn du lügst. Was? Okay, konzentriere dich nur auf den Scream. There are no ghosts in your house. There are no sounds coming from inside your house. Do not take your eyes off the scream. Do you understand? Was? Okay, es sind keine unangebetene Gäste in deinem Haus. Es werden... Oder es kommen keine unangenehmen Geräusche in deinem Haus vor. Du sollst die Augen beim Scream... Oder du sollst die Augen nicht vom Screen nehmen. Hast du verstanden? Jetzt kommt sowas von Jumpscare. Also ja, und ganz weit weg vom... Ich hoffe, man hört mich noch. Ganz weit weg vom Bildschirm. Lügner. Hast du verstanden? Ja, wieder weiter weg vom... Was? 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 Okay. Pop goes... Was? 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 Okay. Okay. Ich gehe vom... Es tut mir so leid, aber ich muss vom Mikrofon weggehen. I'm so sorry, Leute. Ich bin so weit weg vom Mikrofon. Alter! Okay. 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 Test bestanden. Danke für deine... Fuck! Gang Hell! Alter, das war nicht okay.
Das war nicht... Okay. Hast du mich verstanden? Was? Der hat einen Screenshot davon gemacht. Willst du mich verarschen? Okay. What the f... Okay, okay. Das letzte, was ja kam, war das mit dieser Musik. Oh, ich muss erst mal wieder klarkommen. Okay, das... Okay, er hat irgendwie das so schnell abgespielt, dass ich das gar nicht mehr lesen konnte. Er meinte irgendwas von, okay, ich habe gelogen oder so bei dem letzten. Und Musik soll uns doch alle entspannen. Dann hat er halt dieses, ich weiß nicht, das ist halt dieses klassische, diese klassische Klischee von diesen Musikboxen, wo man so leiern muss und dann kommt so den Clown davor. Und ich dachte mir schon, die nutzen die Möglichkeit für einen Jumpscare. Haben sie genutzt? Ich war jetzt wirklich 1 Meter von meinem Mikrofon entfernt. Und jetzt kommen sie nochmal mit so einem Kack. Alter, ich könnte... Okay. Und wir haben den Watson-Scott-Test bestanden. Ich habe ihn in... Echt jetzt? Ich dachte, es wäre schon eine Stunde. Aber ich habe ihn in 40 Minuten und 19 Sekunden bestanden. Meine Analyse. Okay. Das erste ist wunderschön. Ich bin einfach zu beeinflussen. Has a firm handshake. Was? Friendly towards animals. Was? Was? Keine Ahnung, freundlich zu Tieren? Has a firm handshake. Hat einen formalen Handschlag. Stepping. Treten auf Schlangen. Fühlt zu dir zu Ekel. Ich bin sehr afraid von was being between the death with the hammer. Was? Was? Ich verstehe das jetzt hier nicht. I'm most afraid of being between the... Also halt, ich bin sehr mit im Umkleiden zwischen dem Tod und einem Hammer zu stehen. Was? Und das Spiel hat einen Screenshot von diesem Ergebnis gemacht. Ich habe gar nichts gedrückt. Es hat einfach... Okay. Wir haben den Test bestanden. Was kommt noch jetzt? Oh Gott, das ist ein Gesicht. Was? Was? Nein. Der Haupttest ist bestanden. Es gibt einen Bonustest. Möchtest du den machen? Ja. Nicht jetzt, aber vielleicht ein anderes Mal. Ich brauche erstmal eine Erholung vom ersten. Und wie ist das dann? Also, ich mach's jetzt definitiv nicht. Nicht jetzt, aber vielleicht ein anderes Mal. Kommt jetzt nochmal ein Jumpscare? Ich will nicht. Okay. Ich will.